Wie hast du denn den Waldgipfel erfahren und welche Diskussion hat dir besonders gut gefallen? Ich fand das besonders schön, dass wir außerhalb von Blasen diskutiert haben. Also dass wirklich das ganze Spektrum abgebildet war. Und das haben wir normalerweise nicht. Es wird ja auch nur so ein Quoten-Punching-Ball eingeladen in der Regel, auf den eingedroschen wird, egal ob von konservativ oder besonders ökologisch. Und hier war es ganz gut und ziemlich ausgewogen besetzt. Mir hat die Jagddiskussion sehr gut gefallen. Aber auch der Vortrag, es gab ja nicht eine Diskussion, der Vortrag von Professor Ibisch über das Nichtwissen. Wir wissen so wenig und es wird nicht thematisiert. Weil die meisten Expertinnen und Experten sagen, wir haben eine Lösung, wir wissen Bescheid. Obwohl vieles eben noch nicht erforscht ist. Und wie wir damit umgehen, was wir nicht wissen, das muss viel stärker thematisiert werden. Mhm. Welche Erwartungen hattest du persönlich an den Waldgipfel und wurden die weitestgehend erfüllt? Also die Erwartung, die ich hatte, war, dass es überhaupt stattfindet. Also wir haben so gebangt wegen Corona, dann wegen der Flutkatastrophe hier, abgesehen von dem ganzen Leid, was da in der Umgebung passiert ist, waren die Straßen natürlich auch kaputt. Kommen die Gäste überhaupt hierher? Das war gar nicht klar. Dann haben wir überhaupt Internet oder Trinkwasser. Das war alles nicht geklärt. Dann haben leider auch einige, zum Beispiel Wissenschaftler aus dem Bereich von Julia Klöckner, kurzfristig abgesagt und denkt, Mensch, jetzt haben wir gar keine vollständigen Diskussionsrunden mehr. Das hat aber alles geklappt. Und auch der ganze Rahmen, den sich Johanna Bruske so intensiv gekümmert hat, das hat alles wie im Schnürchen funktioniert, sodass hinterher alle gesagt haben, boah, es war richtig toll, aber wir sind jetzt total erleichtert. Also von daher war es für mich eine runde Sache. Super. Nur 0,6% der Landfläche in Deutschland sind Wildnis. Warum ist das so problematisch? Das ist super problematisch. Zum einen haben wir einfach kaum noch echte Natur, eigentlich gar keine. Wildnis heißt ja einfach nur, da darf Natur machen, was sie will, egal wie das aussieht. Ob das ein alter Parkplatz ist oder eine aufgegebene Plantage mit Fichten oder vielleicht auch ein wirklich toller Wald. Und international machen wir uns lächerlich. International fordern übrigens auch deutsche Expertinnen und Experten, 30-50% der Landfläche unter Schutz zu stellen. Ah, wir haben 0,6%. Das ist nicht mehr auf Augenhöhe Diskussion. Und wir vergessen immer, wir reiche Industrienationen schauen zu ärmeren Ländern und sagen, macht ihr mal euren Urwald unter Schutz, stellt mal eure Steppen unter Schutz, stellt mal die Meeresgebiete unter Schutz. Die gucken auch zu uns und sagen, ah, wenn ihr uns das ratet, warum macht ihr das eigentlich nicht? Also lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen viel, viel mehr, um natürlich auch die heimischen Arten zu halten. Das ist sehr wenig Fläche, die Wildnis ist. Wir könnten natürlich viel, viel mehr davon haben. Welche Potenziale würden sich denn bieten, wenn wir mehr Waldfläche und Wildnis in Deutschland hätten? Also Potenziale gibt es ganz viele. Die Frage ist eben, was haben wir davon? Was haben wir davon, dass der Kölner Dom stehen bleibt? Als Kulturdenkmal könnten wir auch die Sandsteine abbauen und neue Häuser draus machen. Also wir brauchen einfach auch was für die Emotionen, für unser Seelenleben, für unser psychisches Gleichgewicht. Und das ist Natur das Beste, was es gibt. Und echte Natur, wir waren bei 0,6% Wildnisgebiete, haben wir viel zu wenig. Das hilft erstmal uns in allererster Linie. Es hilft natürlich ganz vielen Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Es hilft uns auch in Bezug auf den Klimawandel, weil echte Wildnis heißt, da entwickelt sich Wald. Und Wald kühlt im Vergleich zu einer Stadt 15 Grad weniger in der Tageshöchsttemperatur im Sommer, mehr Regen, weniger Hochwasser, weil Bäume das auch nicht cool finden. Und alles das, was Bäumen und Wildnis zugute kommt, kommt uns direkt auch zugute. Sollte sich also einiges ändern, damit wir in Zukunft unsere Wälder und den Wald erhalten können, was sind da die größten Herausforderungen? Die größten Herausforderungen stehen in der aktuellen Industrie und in Betonköpfen, die sich einfach nicht ändern wollen, weil das System andere Vorteile bietet. Natürlich bleiben wir jetzt mal bei Wald, bei Forstindustrie. Das ist ein gewachsenes System über Jahrhunderte, was sich nicht reformieren möchte, zumindest nicht als Ganzes. Das möchte im Plantagensystem festhalten. Es wird geräumt, neu gepflanzt, das wird mit Maschinen bearbeitet. Das ist genauso Natur, wie ein Maisfeld eine Wiese ist, also gar keine. Und das zu verändern, ist ganz schwierig. Das gelingt noch nicht mal in grün geführten Umweltministerien. So nach dem Motto, die Verwaltung denkt, ist mir doch egal, wer unter mir Ministerin ist. Also dieses System aufzuknacken, das ist schwer. Und das ist der Grund, warum wir zum Beispiel gerade einen neuen Studiengang initiieren,
warum wir aber gleichzeitig auch mit der GmbH juristische Schritte gegen illegale Kahlschläge durch Staatsforstverwaltung vorbereiten, warum wir Waldführerinnen und Waldführer ausbilden, also warum wir insgesamt die Bevölkerung motivieren, aber auch an den Schwachstellen des Systems mal ein bisschen nachbohren, ob das politisch nicht auf eine andere Schiene gebracht werden kann. Aber ich bin da super optimistisch, wir werden das hinkriegen, weil die Bevölkerung das so nicht mehr möchte. Beobachten oder eingreifen? Beobachten. Lieblingsbaum? Buche. Wirtschafts- oder Naturwald? Naturwald. Fleisch, vegetarisch oder vegan? Vegetarisch. Hin zum Vegan. Lieblingstier? Wolf. Stadt oder Land? Land. Rasen oder Wiese? Wiese. Jäger oder Sammler? Sammler. Waldgipfel gut oder sehr gut? Perfekt. Berge oder Meer? Beides. Regen oder Sonne? Auch beides. Buche oder Fichte? Buche. Danke, Peter. Sehr gerne.